Huawei P40 Lite gegen Samsung Galaxy A71. Welches kaufe ich? Unter allen Optionen der Mittelklasse von Smartphones finden wir das Huawei P40 Lite und das Samsung Galaxy A71, zwei Beispiele für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Nachteil kommt beim Kauf des einen oder anderen, beide können nach unserem Geschmack sein, aber nur einer wird den Vergleich gewinnen. Ihre Eigenschaften und Leistung haben nichts zu beneiden, sie sind kleine Pinselstriche, die sie unterscheiden, aber genug, um zu wissen, dass wir in verschiedenen Situationen beim Kauf des einen oder anderen viel mehr verdienen. Wir lernen sie Punkt für Punkt kennen, um die beste Entscheidung zu treffen, nach der wir suchen. Unterschiede in Design und Anzeige. Ausgehend vom ästhetischen Bereich und damit einer sehr persönlichen Entscheidung können wir ein Design mit vielen Ähnlichkeiten erkennen. Im Material finden wir Kunststoff in beiden Modellen und in der Position der Kameras das Supermodell, um die Objektive an der auffälligsten Stelle unterzubringen. Die Anordnung ändert sich, aber wie wir später in Kameras sehen werden, hat dies keine Auswirkungen. Auf dem Bildschirm ist das Samsung Galaxy A71 mit seinem 6,7 Zoll AMOLED-Panel mit Full HD Plus Auflösung und einer hohen Pixeldichte, die unsere Inhalte begeistern wird, konkurrenzlos. Vor diesem Huawei knittert es nicht, aber es ist in einer rückwärtig RM Position zu sehen, da das P40 Lite ein LCD-Panel integriert, das nicht die gleichen Möglichkeiten bietet, obwohl es die Auflösung oder Pixel beibehält. Ihren Prozessor gegen Löwenmark. Um die anspruchsvollsten Anwendungen und Spiele zu bewegen, verfügen diese beiden Terminals über ein hohes Potenzial. Huawei verbessert seine Leistung mit dem Kirin 810, einem 2,27 GHz Prozessor, vor dem das Snapdragon 730 festbleibt, bei dem wir jedoch eine Abnahme der Taktfrequenz auf 2,2 GHz feststellen. In der Grafik muss jedoch nichts unternommen werden. Mache Huawei während der anspruchsvollsten Spiele mit dem Adreno 618. In der Konfiguration, aus der wir wählen können, kommt das Samsung Galaxy A71 mit mehr Varianten auf den Markt, mit 6 oder 8 GB RAM und einer einzigen 128 GB Option. Mittlerweile bietet Huawei nur noch 6 GB RAM und 128 GB Speicher an. Beide Geräte können diesen Speicher mit Hilfe einer MicroSD oder NM-Karte in Huawei erweitern. Der große Unterschied liegt in den Kameras. Obwohl die Position ähnlich sein kann, sagt das in den Daten nicht dasselbe aus. Das Samsung Galaxy A71 verfügt über eine bessere Kameraausrüstung, da es zunächst ein 64-Megapixel-Prime-Objektiv vor dem 48-Megapixel-Objektiv von Huawei anbietet. Das zweite Objektiv für den Weitwinkel ist auf der Samsung-Seite 12 MP und auf Huawei auf 8 MP reduziert. Das dritte Objektiv für den Porträtmodus und der Makromodus für das vierte Objektiv reichen von 2 MP in Huawei bis 5 MP im Samsung Terminal. Ähnliches passiert bei der Frontkamera erneut, da Samsung eine 32 MP und eine 16 MP Kamera in das Huawei P40 Lite integriert. Beide verhalten sich in schwierigen Lichtsituationen gut, jedoch nicht mit demselben Detail. Das großartige Video hat wieder Gemeinsamkeiten, mit digitalem Stabilisator an beiden und unterschiedlichen Ergebnissen, aber einer Zeitlupenaufnahme, die Samsung mit 240 FPS erreicht. Batterie und Konnektivität. An diesem Punkt werden wir eine schwierige Entscheidung treffen, weil jeder in einer Hinsicht besser ist. Der Akku gibt dem Huawei P40 Lite den Gewinner für eine schnelle Ladung von 40 Watt, aber nicht für die 4200 mAh. Samsung wehrt sich jedoch mit 4500 mAh und einer schnellen Ladung von 25 Watt. In Bezug auf die Konnektivität verfügen beiden über eine Audiobuchse und Bluetooth 5.0, aber nur Samsung verfügt über NFC, um mobile Zahlungen und andere Funktionen auszuführen. MIUI vs. One MIUI. Das Betriebssystem beider Terminals basiert auf Android 10, berücksichtigt jedoch, dass das Huawei P40 Lite standardmäßig keine Google-Dienste und Anwendungen integriert. Dieser Mangel bietet Samsung weitere Vorteile, da dieses Modell bereits mit den Neuigkeiten und Tools von One UI 2.1 aktualisiert wurde. Zuvor war MIUI 10.1 die neueste Version der Huawei-Schicht, auf die das P40 Lite bereits Zugriff hat. Es wird schwierig sein, bei einem der beiden zu bleiben, da der Geschmack in diesen Abschnitt eintritt, um zu entscheiden, obwohl Dienstleistungen der entscheidende Punkt sein könnten. Preise und Kaufempfehlung. Bevor wir bei dem einen oder anderen bleiben, müssen wir wissen, was der Preis ist. Das teuerste Modell ist das Samsung Galaxy A71 mit einem Preis von 368 €, eine Investition,
die sich erheblich von den 200 Euro unterscheidet, für die wir das WP40 Lite finden, das einige Körper nicht verletzt. Ein wichtiger Preisunterschied, der aber, wie wir gesehen haben, seine großen Gründe hat.